Ich bin nicht leicht. Das brauchst du nicht zu sagen, Elaine. Ich liebe Schlampen. Schönen guten Abend und herzlich willkommen zu Extra 3, der einzigen Satire-Sendung. Dankeschön. So, wir fangen auch gleich an, ja? Was war heute? Richtig, Rainer Brüderle hat es ja ausgeplaudert. Heute war der Grund, warum die Bundesregierung das Aus für das Aus aus der Atomkraft verkündet hat. Denn heute waren nämlich die Landtagswahlen in Rheinland-Pfalz und Baden-Württemberg. Wir haben bisher einen großartigen Wahlabend erlebt. Deshalb schnell zu unserem Statistikexperten Klaas Buten-Schönborn ins Extra-3-Wahlstudio. Klaas, gibt es denn schon neue Hochrechnungen? Ja, Tobias, uns liegen neue Zahlen vor. Blicken wir zunächst mal auf die Landtagswahl in Rheinland-Pfalz. Dort haben wir die Wähler gefragt, für wen haben sie gestimmt? Kurt Beck von der SPD oder Julia Klöckner von der CDU? Und hier ist das Ergebnis. 34% sagten, Klöckner, hat die nicht einen Buckel und wohnt in Notre Dame? 12% meinten, Beck oder Klöckner, dann bin ich fürs Oder. Und 54% sagten, ich habe Kurt Beck gewählt, der hat einfach die schöneren Brüste. Kommen wir nun zu den Landtagswahlen in Baden-Württemberg. Wir haben gefragt, warum hat Ministerpräsident Mappus so viele Stimmen verloren? 9% meinten, verstehe ich auch nicht, ich habe die Mappus-Show immer ganz gerne gesehen. 27% sagten, ich wollte ihn ja wählen, aber seit der Stuttgart 21-Demo kann ich nicht mehr so gut gucken. Und 64% sagten, er hätte sicher mehr Stimmen bekommen, wenn er sich als Eisbär verkleidet hätte. Ja, und dann haben wir noch 100 Wählerinnen und Wähler gefragt, und sonst so? Darauf sagten 100%, muss ja. Und damit zurück zu dir, Tobias. Danke, Klaas. Komm gut nach Hause. Ne? Tschüss. Jawohl, liebe Zuschauer, nichts im Land ist derzeit so dermaßen unten durch wie die Atomkraft. Und wie verhält sich die Atomlobby? Gibt es riesige Plakatkampagnen, ganzseitige Zeitungsanzeigen oder wenigstens ein bisschen Talkshow-Krawall? Nix. Auffällig, unauffällig, meine Herren. Aber warum die Atomlobbyisten so drauf sind, ist doch klar. Ja, die denken, oh, die Kohle, die uns in den nächsten 3 Monaten dank Merkels Moratorium durch die Lappen geht, die holen wir uns danach einfach doppelt und dreifach wieder. Sympathisch, oder? Die Damen und Herren Atomlobbyisten müssen sich aber auch gar nicht groß anstrengen. Die Atomangst der deutschen Bevölkerung muss man eh nicht so ernst nehmen. Es gibt nämlich ein entscheidendes Argument für Atomstrom. Er ist schweinebillig. Julian Amerschi, Patrick Lerch und ich haben uns dazu eine kleine Aktion ausgedacht. Wir wollen wissen, wie superbilliger Atomstrom bei den Bürgern ankommt. Unser Motto, der billigste Strom ist halt Atom. Als fiktive Stromfirma machen wir den Passanten in Hamburg ein unwiderstehliches Angebot. Billiger geht's nicht. Atomstrom satt. Monatlich nur 5 Euro. Also das ist unser Angebot. Ein Monat Atomstrom, Flatrate, 5 Euro. Klingt das gut? Das klingt gut. Tja, dann brauchen Sie nur noch hier unterschreiben. Ja, ich möchte billigen Atomstrom der Firma GAU. GAU, das ist geiler Atomstrom, fast umsonst. Wir sind ein neuer, aufstrebender Konzern, GAU. Ja. Es ist halt 100% Atomstrom. Und? Wo ist das Problem? Naja, der Strom ist ja nicht umsonst so billig. Da geht halt schon mal was schief. Natürlich ist Atomkraft schlimmer. Aber billiger Strom ist ja gut. Billiger Strom ist gut. Woher kommt, ist egal. Ja. Ja. Und Atomkraft ist schlimm. Atomkraft ist schlimm. Ist so. Ist so. Schlimm. Aber schön billig. Wo der Strom herkommt, ist mir egal. Ist mir normalerweise egal. Entscheidend ist, dass er preiswert ist. Ja, eben. So. Das ist unser Motto. Ja. Atomstrom ist eben so billig, da freuen sich auch Atomkraftgegner. Also Atomkraft, die sind gegen Atomkraft. Ja, doch. Okay. Aber billiger Strom ist nicht schlecht.
Billiger Strom ist nicht schlecht. Okay. Dann haben wir das so. Alles klar. Nehmen Sie die Broschüre mit. Ja. Alles Gute. Ja, gut. Vielen Dank. Ja. Tschüss. Tschüss. Atomkraft, nein, danke. Und Atomstrom, ja bitte. Hier der Vertrag. Bitte einmal unterschreiben. Genau. So. Ja. Man muss ja aufs Geld gucken heutzutage. Ja. Und das ist bei egal, wo es ist. Deswegen. Und billig Strom ist schon ganz gut. Für 5 Euro im Monat nehme ich das gerne. Und ein bisschen Restrisiko ist ja überall dabei. Das ist, ne? Ich kann nämlich ein Auto setzen, ne, und knack kommt ein Besoffener und fährt mich auch. Das passiert überall. Die Welt ist so gefährlich und das Atomkraftwerk noch das die minimalste Gefahr auf jeden Fall. Dann gleich mal eben. Gefährlich ist ja fast alles. Es könnte einem ja auch, sagen wir mal, eine Windmühle auf den Kopf fallen. So, also wir sind jetzt billigen. Ja, mir kann doch eine Windmühle auf den Kopf fallen. Ja. Das sag ich auch immer. Und wenn man das so sieht, dann muss man ja auch die Autobahn abschaffen. Weil wie viele sterben denn auf der Autobahn täglich? Ja. Ne? Und das wird auch nicht abgeschafft. Am Ende wollen eben alle nur den billigen Atomstrom. Unserer Firma GAU steht eine strahlende Zukunft bevor. Gegen Atomkraft, aber für billigen Strom. Ja, dazu habe ich jetzt mal, liebes Publikum, auch hier im Studio ein kleines Bilderrätsel vorbereitet. Schauen Sie mal hier. Ja. Das ist jetzt nichts Unanständiges, das ist Trocken-Shampoo. Ja, also damit kann man sich die Haare waschen, ohne dass man Wasser braucht. Moment, mal probieren. Ja! Ah, das ist ja richtig. Ah, das ist eklig. Ja. So, und jetzt lautet die Preisfrage, welcher Spruch passt dazu? Na? Zu diesem Thema? Ratlose Gesichter. Wasch mir den Pelz, aber mach mich nicht nass. Super! Sensationell. Wollen Sie einmal Pelz waschen? Ich schmeiß mal zu. Vorsicht. Oh. Oha. Ist im Busch gelandet. Ja, bitteschön. Haben Sie sich verdient. Ja, es gibt ja auffallend viele Menschen, die sagen, Ökostrom, wow, spitze, ich bin dabei. Aber so ein hässliches Windrad, doch bitte nicht in unserem Ort. Ja, das sehe ich dann ja fast jeden Tag. Nee, fragen Sie lieber mal im Ort nebenan. Tja, und so verhindern vordergründige Öko-Fans den wirklichen ökologischen Fortschritt. Und von dieser Sorte gibt es jede Menge. Hier ist der Beweis von Daniel Sprenger. Also, wir sind ja echt für Klimaschutz, ne? Aber diese Windräder, ey, die gehen ja mal so gar nicht. Und hier in Hamburg-Ochsenwerder sollen jetzt noch 2 mehr hin. Alles nur wegen dem Atomausstieg. Hallo? Ich hoffe, dass wir irgendwann vielleicht auch mal atomkraftmäßig irgendwann uns lossagen können. Aber ich möchte die Windräder halt wirklich nicht unbedingt in meinem Vorgarten dafür stehen haben. Das versteht man noch total gut. Ich meine, Windkraft ist sowieso gar nicht so doll, wie wir alle meinen. Man braucht da nämlich total viele neue Stromleitungen für, um Ökostrom dann zu transportieren. Aber wenn man die baut, ist es echt gefährlich. Was ist denn zum Beispiel, wenn so 1-2 Leitungen runterkrochen und es ist ja nicht gleich einer da, der das repariert und da gehen welche spazieren und die beißen ins Gras? Genau, passiert doch andauernd, dass die Leitungen einfach runterkrachen und die verbreiten auch negative Schwingungen. Ja, der Kollege kann da vielleicht ein Wort zu sagen, Horst. Horst. Ja, Klaus. Klaus. Klaus, ob man das fühlt? Ja, also das sind subjektive Eindrücke natürlich. Also einmal, wenn ich zum Beispiel den Spaten in die Erde stelle und mein Acker hier, mein kleines Beet umgrabe, dann merke ich an dem Holzstiel, an dem Griff ein Kribbeln. Ey, das kribbelt im Spaten? Was soll man noch alles ertragen, bitte? Ich habe Angst davor, dass ich, wenn ich irgendwo mal fotografieren möchte, einfach als Hobbyfotograf, dann nicht mehr fotografieren kann, weil überall diese Masten in der Gegend stehen. Echt, ey, die ganze Landschaft soll verschandelt werden, ey, nur weil da Ökostrom fließen soll. Ich glaub's hackt. Und noch viel schlimmer sind diese modernen
Pumpspeicherkraftwerke, mit denen der Ökostrom gespeichert wird, ne? Also hier im Schwarzwald wollen die noch eins bauen, die sind ja wohl total entbescheuert. Da müssen Straßen ausgebaut werden, bestehende Straßen, da muss rechts und links Wald gerodet werden. Und das geht mitten durch die touristischen Gebiete durch. Durch die touristischen Gebiete? Die haben ja wohl nicht mehr alle Körner im Kissen. Wir sind ja alle für Ökostrom und Klimaschutz und so, aber doch nicht hier. Also, geht's noch? Seit mittlerweile über 50 Jahren wird uns jetzt was von sicherer Atomkraft erzählt, auch von Frau Merkel. 1995 hat unsere damalige Umweltministerin Merkel über Probleme beim Castortransport Folgendes gesagt. Ist wirklich wahr. Hier, ich zitiere. Wenn Sie mal einen Kuchen backen, geht auch nicht alles nach Rezept. Da fällt schon mal ein Mehlstäubchen daneben. Na und? Der Kuchen schmeckt trotzdem köstlich. Aber was macht Frau Merkel jetzt, wenn der ganze Kuchen runterfällt und die leckere Brennstabfüllung rausfließt? Ach, auch kein Problem. Braucht Frau Merkel nur die Hobbitek anzuschauen. Mit Jean Pütz und Marieke Schmidt-Lenewinkel. So mache ich mein Atomkraftwerk sicher. Die Hobbitek. Liebe Zuschauer, lassen Sie sich nicht von der Atomhysterie verrückt machen. Bei Ihrem Atomkraftwerk im Hinterjarten hat der Betreiber an alles gedacht. Da müssen Sie keine Angst haben, nur weil in Japan so eine üsselige Hütte in der Luft geflogen ist. Und nach 2 Wochen immer noch nicht unter Kontrolle zu bringen ist. Aber ich kann Sie da beruhigen. Erstens, et küt wie et küt. Und zweitens, et hätt noch immer gut gegangen. Es sei denn, so ein Terrorist in Tönnes borgt sich ein Jumbo jetzt. Und kachelt damit voll in ihr schönes Atomkraftwerk rein. Wenn das passiert, da haben sie dann aber wirklich Pech. Aber das muss nicht sein. Holen Sie sich aus dem Haushaltsladen Ihres Vertrauens einfach eine übergroße Käseglocke. Am besten aus Plexiglas. Und alles ist sicher. Aber ob ihr passt, als erfahrener Hobby-Atomiker wissen Sie ja, die Brennstäbchen mögen's kalt. Nehmen Sie die Dinger ja nicht aus dem Kühlbecken raus. Und wenn das mal leer läuft wie in Japan, keine Panik. Gießen Sie einfach mit dem Hubschrauber nach. Noch besser eignet sich so eine Wasserwerfer. Wenn Sie den nicht gerade brauchen, um die müffeligen Atomkraftgegner zu duschen. Wenn das aber alles nichts hilft, gibt nur eines, um die Atomsuppe runterzukühlen. Sie machen das, wie die AKW-Betreiberkollegen in Japan das früher gemacht haben und suchen sich jemanden für die Drecksarbeit. Es sind oft Obdachlose, es sind sehr viele Gastarbeiter, es sollen sogar Minderjährige dabei sein, Wegwerfarbeiter. Sie können aber auch Arbeitslose nehmen, oder Lukas? So, ich hoffe, wir haben sie beruhigt, denn eine Atomkraft soll es ja noch ein Weilchen geben. Und nächste Woche zeige ich Ihnen, wie man so eine radioaktive Wolke wieder einfängt. Das ist nämlich auch super einfach und eine ganz saubere Sache. Tschüss, Ihre Hobbitek. So. Zeit für ein kleines Spielchen an dieser Stelle. Oder Dingsda, kennen Sie alle noch? Dingsda, so kleine Experten erklären einen Begriff, den man dann erraten muss. Gut, wir haben jetzt eine kleine Expertin gefunden, die einen Begriff erklärt und Sie müssen das jetzt erraten. Erstmal zugucken, dann raten. Trauen Sie sich das zu? Ja? Was für ein mutiges Publikum ich heute habe. Meine Damen und Herren, hier ist Dingsda. Sie ist in vielen neuen Bundesländern im Grunde die zweite oder sogar stärkste Kraft. Ja, in Thüringen. Also macht der Bundestagswahl bei uns da. So, zum Beispiel in Mecklenburg-Vorpommern auch. Also es ist sehr, sie ist jedenfalls eine in allen neuen Bundesländern eine ähnlich große Kraft, während wir ja in den alten Bundesländern meistens SPD und CDU haben und dann kleinere Parteien. Ja, ich glaube, eine Zweijährige hätte das besser erklärt als Tante Merkel. Was glauben Sie denn, was das war? Die Linke? Sensationell! Gleichen Treffer! Ah.
Ja? Hätten Sie auch gewusst? Ja, klar. Natürlich. Also bei der bekloppten Erklärung von Tati Merkel, nee, sensationell. Ich gebe Ihnen mal die Hand. Jetzt haben Sie auch ein bisschen Trockenshampoo an Ihrer Hand. Glückwunsch dafür. Und was sonst noch war, abgehakt, die Woche aus der Sicht der Nachrichtensendungen von Tobias Döll. Guten Abend. Meine Damen und Herren. Willkommen zu den Nachrichten. Gut, dass wir unseren Bundeswahrheitsminister Brüderle haben. Der hat uns nämlich alle Geheimnisse über Angies Atomausstieg verraten, erläutert. Der Minister wies erläuternd darauf hin, dass angesichts der bevorstehenden Landtagswahlen Druck auf der Politik laste und die Entscheidungen daher nicht immer rational seien. Ja, in vino veritas. Hey, Moment mal, warum denn jetzt den Rückwärtsgang? Ist doch alles protokolliert. Sie haben ein Protokoll zitiert, von dem der BDI inzwischen erklärt hat, dass meine Ausführungen falsch wiedergegeben worden sind. Nee, ist klar. Wir machen verantwortungsvolle Politik und halten Kurs. Uns Wahlkampfmanöver vorzuwerfen, ist absurd. Der Brüderle ist gut. Komm, Angie, lach doch mal mit. Na komm, na, also geht doch. Kommen wir nun zum Thema der Woche. Große Trauer legt sich über diesen wirklich schönen Tag. Ich bin seit Samstag in ein emotionalen Ausnahmezustand. Ich habe keine Worte. Ich weiß nicht, was los ist. Geht's hier um Japan oder Libyen oder? Der weltbekannte Eisbär Knut aus dem Berliner Zoo ist tot. Ach so. Und woran ist er gestorben? Ich glaube, er hat hier auch viel Stress mit den Weibern. Na ja, mit drei Frauen in einem Gehege. Das erklärt natürlich einiges. Was sonst noch was? Ach ja, der Maßnahmenkatalog der Woche von Angela Merkel. Maßnahmen, die gezogen werden müssen, sind. Was? Maßnahmen, die gezogen werden müssen, sind. Wie wär's denn mal mit dieser Maßnahme? Aufhören! Liebe Zuschauer, kommen wir jetzt zum Kampfeinsatz gegen Gaddafi. Also ich fasse mal eben kurz die westliche Strategie zum Libyen-Einsatz zusammen, okay? Also, Deutschland enthält sich im UN-Sicherheitsrat, ist aber trotzdem irgendwie für den Einsatz, aber auf keinen Fall mit deutschen Soldaten. Frankreich will den Einsatz unbedingt, aber nicht unter Führung der NATO. Die USA führen den Einsatz, wollen aber eigentlich eine Führung durch die NATO. Das wollte aber auf keinen Fall die Türkei, jetzt aber plötzlich doch. Alle Streitpunkte verstanden? Ja? Einig sind sich alle NATO-Partner, jedenfalls nur bei der neuen Hymne der NATO. Hier, wir hören mal kurz rein. Ja klar, nein, ich mein Sein. Soll ich's wirklich machen oder lass ich's lieber sein? Jein. Tja. Seit dem Ende des Kalten Krieges, und das ist ja auch schon ein paar Wochen her, geht es der NATO wie einer Hüpfburg nach einer Arschbombe von Rainer Kallmund. Langsam aber sicher geht ihr die Luft aus. Alles Weitere in der Sendung mit dem Klaus von Olli Durke und Alicia Anker. Ach und Krachgeschichten. Heute NATO. Das ist die NATO. Die NATO war ganz lange dazu da, um den fiesen Ivan aus Europa fernzuhalten. Als der Ivan in Rente ging und keiner mehr zum Bewachen da war, haben sich die NATO-Chefbosse gedacht, voll doof, hat die NATO gar nichts mehr zu tun. Und was macht man, damit die NATO nicht einrostet? Soll sie eben da eingesetzt werden, wo großes Elend herrscht? Nee, nicht so ein Elend. Sondern so ein Elend. Soll die NATO überall helfen, so wie das coole A-Team. Und deswegen wollen jetzt alle in die NATO rein. Also immer hereinspaziert. Toll. Ist jetzt voll gemütlich in der Kommandozentrale. Schnell mal geguckt, ob's irgendwo Elend gibt. Aha, da vorne schlachtet der irre Gaddafi sein Volk ab.
Da muss die NATO sofort hin, um das libysche Volk vor dem wahnsinnigen Diktator zu schützen. Sagt der Ami, erstmal nehme ich das NATO-Ruder in die Hand und ab geht's nach Libyen und zwar im Turbogang. Moment, sagt der Franzose, ich will aber Chef sein und mach aus Prinzip einfach mal das Gegenteil. Kommt gar nicht in die Tüte, sagt der Bulgare, ich drück jetzt mal diesen Knopf. Oh, falscher Knopf, dann lieber den hier. Denkste, denkt sich der Türke und türkt was, damit die NATO nie in Libyen ankommt. Ist die Türkei nämlich mucksch, weil sie nie auf die coolen NATO-Partys eingeladen wird. Und die Bulgaren, die drücken mal wieder irgendeinen Knopf. Nee, doch lieber den. Hoppla, steuern die Engländer gegen. Und zwar, weil die Bulgaren den Lieblingsgeldautomaten der Queen geklaut haben. Und weil jeder mit jedem noch eine Rechnung offen hat, kommt die NATO ein bisschen später in Libyen an. Kennt ihr ja, wenn sich 28 Länder streiten, freut sich nicht der dritte, Libyer, sondern der fiese Gaddafi. Und nächste Woche... Helft mir. NATO kommt endlich in Libyen an. Tschüss, bis zum nächsten Mal. Euer Klaus. So. Genug herumgemäkelt heute. Kommen wir endlich mal zu einem Erfolgstypen. Zu einem kompetenten Vorzeigecharismatiker, der unser Land voranbringt. Ein Politgenie, der es wie kein Zweiter versteht, bei den Menschen gleichsam Kopf und Herz zu treffen. Sie ahnen es, wir kommen natürlich zu Guido Westerwelle. Unser werter Vizekanzler macht in seinem Job einfach alles richtig. Dank seines Fingerspitzengefühls in Sachen Libyen schreiten wir mittlerweile Seite an Seite mit so lupenreinen Demokratien wie China oder Russland. Und gucken Sie mal, was der Westerwelle ja in den vergangenen Jahren so an Preisen abgeräumt hat. Das ist allerhand. Hier zum Beispiel den hier, den großen Mövenpick Eisbecher für die beste Klientelpolitik 2000 bis 2010. Oder aber auch... Auch wunderbar. Den leeren Phrasenpokal für 500 Mal Anne Will. Ja. Und natürlich den heiß begehrten gelben Polunderpokal als 12. bester FDP-Chef aller Zeiten. Von allen 12, die es bisher gab. Glückwunsch! Da ist es doch nur logisch, dass es jetzt auch noch eine DVD-Serie mit Westerwelles größten Erfolgen zu kaufen gibt. Und dafür machen wir doch gerne Werbung. Matthias Grübel, bitte. Neu im FDP-Shop? Guido Westerwelle in Moments of Außenminister. Unser Land hat endlich wieder ein Aushängeschild, zu dem die Welt aufblicken kann. Guido Westerwelle. Ein Mann, der die feine Sprache der Diplomatie beherrscht wie kein anderer. So wie es in Großbritannien üblich ist, dass man dort selbstverständlich Englisch spricht, so ist es in Deutschland üblich, dass man hier Deutsch spricht. Ja, genau. Es ist Deutschland hier. Lassen Sie sich mitreißen. Dr. Guido Westerwelle in Kairo. Ein Triumphzug. Und es spricht sich rum, da kommt der deutsche Außenminister. Und in Windeseile versammeln sich auf diesem Platz Hunderte von Ägyptern. Er liebt die Welt und die Welt liebt ihn. Moments of Außenminister. Ein Weltpolitiker, der immer weiß, wo es lang geht, auch in der Libyen-Frage. Uns geht es um eine langfristige Partnerschaft. Ein Außenminister, der sich traut, seine Meinung dem Zeitgeist anzupassen. Natürlich ist es so, dass Oberst Gaddafi nicht im Amt bleiben kann, er muss gehen. Ein Mann, der lieber Worte als Taten sprechen lässt und sich im UN-Sicherheitsrat höflich enthält. Eine Flugverbotszone ist eine militärische Intervention. Und das ist nicht das Aufstellen eines Verkehrsschildes. Und dementsprechend haben wir uns enthalten. Übrigens mit Brasilien, mit Indien, mit China, mit Russland. Ja, Deutschland hat seinen Platz in der Weltgemeinschaft gefunden. Dank Guido Westerwelle in Moments of Außenminister.
Bestellen Sie jetzt. Die ersten 18 Besteller erhalten zusätzlich Dirk Niebel in Moments of Entwicklungshelfer und Jürgen Möllemann in Moments of Überflieger. Die tollen Westerwelle-DVDs können Sie natürlich auch gewinnen. Hier sind sie. Gehen Sie doch einfach mal auf unsere Internetseite www.x3.de. Ja, man sieht das jetzt nicht, aber Sie können auch lächeln dabei. Ne, dass Sie sich freuen. Bernd, zeig sie noch mal. Lächeln. Ja. So verkauft man das. Anders geht das gar nicht mit diesen DVDs. So, nun ein Film für unsere Radfahrer da draußen und für die standesgemäße Ankündigung. Liebe Regie, hätte ich jetzt gerne ein bisschen düsteres Licht. Ja? So Landstraße, 23 Uhr. Nicht 8 Uhr, 23 Uhr. Ein bisschen dunkler. Ja, so ist schön. Dankeschön. So, jetzt nur noch die Bibel und los geht's. Und Gott sprach, es werde Licht, und es ward Licht. Und Gott sah, dass Licht gut war. Leider hat Gott in der Bibel aber nichts zum Fahrradlicht geschrieben. Da liegt nämlich einiges im Argen. Janina Kalle mit Norddeutschlands ganz realem Irrsinn. Wer in Deutschland Fahrrad fährt, braucht eine Lampe und einen Dynamo. Das ist alles ganz genau vorgeschrieben. Für die Dynamoanlagen gilt, dass Vorder- und Rücklicht immer gleichzeitig brennen müssen. Das macht so ein Dynamo ja automatisch, bei Wind und Wetter. Ist ja völliger Unsinn. Der funktioniert ja nie. Wenn ich die Dynamo-Fahrer sehe, wie die sich abstrampeln, finde ich meine Akkuleuchten eigentlich okay. Aber Akku- und Batterieleuchten sind nur zusätzlich erlaubt, zur Unterstützung des Dynamolichts, in der Regel. Für das Rennrad gibt es eine Ausnahme, und zwar Rennräder, die bis 11 Kilogramm wiegen, so wie dieses hier, die brauchen nur eine Batteriebeleuchtung. Wie viel Kilo hat denn Ihr Sportrad? Keine Ahnung, ist der Stahlrahmen vielleicht so 12 Kilo? Oh, das ist ganz schlecht, dann müssten Sie nämlich einen Dynamo haben. Wenn es 11 Kilo wäre, dann könnten Sie ein sportliches Akkulicht anschrauben. Wenn ich ein Kilo abnehme, geht das auch? Nee. Das ist doch logisch. Fahrradfahrer dürfen Akkulicht benutzen, wenn ihr Fahrrad 11 Kilo wiegt, oder? Die Ausnahme Rennräder bis 11 Kilogramm gilt tatsächlich nur für die Rennräder mit dem tief herabgezogenen Rennlenker und schmalen Reifen. Ein Mountainbike, auch wenn es vielleicht unter 11 Kilo wiegt, das gibt es mittlerweile, zählt nicht darunter. Also, 12 Kilo schwere Rennräder und 11 Kilo schwere Mountainbikes dürfen nicht mit Akkulicht fahren und brauchen unbedingt einen Dynamo. Es gibt aber Pläne im Bundesverkehrsministerium, das zu ändern. Und zwar sollen dann künftig, Zeitpunkt steht noch nicht fest, Mountainbikes bis 13 Kilo auch mit Batterielicht fahren dürfen. Na, das ist doch mal ein echter Lichtblick. Und jetzt gibt's eine neue, komplett verstrahlte Folge unseres erfolgreichen Erfolgsformats neulich im Bundestag von Jens Böttcher und Henry Sperling. Und danach natürlich bitte, bitte dranbleiben, denn danach kommt der Sportclub. Und das war Extra 3 für heute. Ich sag dann schon mal tschüss. Tschüss! Hallo, das Wort hat der Abgeordnete Lothar Blimmel zum Thema Afghanistan. Gib Gummiatze. Danke, eure Durchlocht. Ich würde allerdings total gerne erstmal über was reden, was ich wichtiger finde. Ich fordere Internetverbot im ganzen Gebäude. Ihr dillern ja alle den ganzen Tag nur noch so sinnlos bei Facebook rum. Die Angelika soll da sogar schon über 40 Freunde haben. Das geht dich gar nichts an, du Unterhosenbügler. Mach hin, du Hobbit, mein Kartoffelsalat wird schon kalt. Ich habe hier zum Beweis mal das Profil von Genossin Merkel ausgedrückt. Und lesen Sie nur mal hier bei Hobbys. In meiner Freizeit trinke ich gern mal Nordhäuser Doppelkorn, steht da. Das geht so wirklich nicht. Wir kriegen hier ja gar nichts mehr auf die Reihe. Ja, was ist denn jetzt eigentlich mit Afghanistan? Was interessiert mich denn Afrika? Aber was ist denn mit Afghanistan? Sie halten sich da raus. Es gibt so viel Wichtigeres. Die grünen Hippies zum Beispiel, die vernachlässigen seit einer Woche ihren Staubsaugdienst. Nee, die Linken waren ja dran gewesen mit Staubsaugen. Kurzum, Frau Merkel, ich fordere, nehmen Sie sofort Facebook vom Netz und veräußern Sie sich hier gefälligst. Was? Wo ist sie denn? Dann mal los, Mäuschen. Hört mal zu, ihr Schwachstromelektriker. Ohne Facebook wären wir voll gearscht. Da hätten wir ja gar keinen Kontakt mehr zu Leuten, die nicht total einen an der Waffel haben. Antrag abgelehnt.